Die Titanic. Selbst nach einem Jahrhundert ruft der Name Ehrfurcht und Trauer zugleich hervor. Dieses majestätische Schiff, einst für unsinkbar gehalten, fand sein Schicksal in den eisigen Tiefen des Atlantiks. Die Welt stand unter Schock. Auch über 100 Jahre später fesselt die Titanic unsere Fantasie. Doch das einst so mächtige Schiff erliegt langsam den Kräften der Tiefe. Jüngste Expeditionen zum Wrack haben das Ausmaß seines Verfalls aufgezeigt. Der Bug, der ikonische Teil, der zuerst in die Wellen eintauchte, weist erhebliche Schäden auf. Zeit und Meer fordern ihren Tribut von diesem legendären Schiff. Im Sommer 2024 begab sich ein Team von Forschern auf eine waghalsige Mission zum Wrack der Titanic. Diese Expedition war nicht nur eine technische Herausforderung, sondern auch eine emotionale Reise in die Vergangenheit. Ihr Ziel, den aktuellen Zustand des Schiffes zu dokumentieren und seinen fortschreitenden Verfall zu untersuchen. Die Forscher wollten verstehen, wie sich die Zeit und die Naturgewalten auf das einst prächtige Schiff ausgewirkt haben. Ausgerüstet mit modernster Technik, machten sie hochauflösende Bilder und Videos, die erschreckende Details über den fragilen Zustand des Wracks enthüllten. Diese Aufnahmen zeigten nicht nur den äußeren Verfall, sondern auch die inneren Strukturen, die langsam zerfallen. Die Expedition konzentrierte sich auf den Bugbereich, der im Laufe der Jahre erhebliche Schäden erlitten hat. Der Bug, der einst als Symbol für die Stärke und Pracht des Schiffes stand, ist nun ein Mahnmal des Verfalls. Der einst stolze Bug, verewigt in Film und Literatur, zeigt nun Anzeichen des Zusammenbruchs. Historische Aufnahmen im Vergleich zu den aktuellen Bildern zeigen den dramatischen Unterschied und den unaufhaltsamen Verfall. Große Teile des Rumpfes sind zerfallen und das Metall ist stark korrodiert. Die Korrosion hat das Schiff in einen fragilen Zustand versetzt, der jeden Moment zusammenbrechen könnte. Dieser Verfall verdeutlicht die gewaltigen Kräfte, die in den Tiefen des Ozeans wirken. Die starken Strömungen und der immense Druck in der Tiefe tragen zur Zerstörung des Wracks bei und machen jede Expedition zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Der Verfall der Titanic ist eine deutliche Erinnerung an die Macht der Natur. Salzwasser, unaufhaltsame Strömungen und metallsüchtige Bakterien zerlegen das Schiff langsam Stück für Stück. Dieser Prozess, bekannt als Meereskorrosion, ist für jedes Schiffswrack unvermeidlich. Doch für die Titanic, die in 4 Kilometern Tiefe liegt, sind die Bedingungen besonders harsch. Der extreme Druck, der Mangel an Licht und die ständige Einwirkung von korrosiven Elementen haben den Zerfallsprozess beschleunigt. Jedes Jahr verändert sich die Titanic ein Stück mehr und wird zu einer gespenstischen Erinnerung an ihren einstigen Glanz. Während die Struktur der Titanic zerfällt, enthüllt sie nach und nach ihre Geheimnisse. Bietet sie immer wieder Einblicke in ihre opulente Vergangenheit. Die einst prächtigen Räume und Gänge erzählen Geschichten von Luxus und Eleganz. Die jüngste Expedition brachte ein bemerkenswertes Artefakt ans Licht, eine Bronzestatue der römischen Göttin Diana. Diese Entdeckung ist von großer historischer Bedeutung. Dieses wunderschöne Stück, einst fester Bestandteil des Salons der ersten Klasse, war ein Symbol des Reichtums und der Kultur an Bord. Lag jahrzehntelang inmitten der Trümmer verborgen. Die Statue, bedeckt von Sedimenten, wartete geduldig darauf, wiederentdeckt zu werden. Die Entdeckung der Diana-Statue ist ein Beweis für die ungebrochene Faszination der Titanic. Ihre feinen Details und die meisterhafte Handwerkskunst sind erstaunlich gut erhalten. Selbst in seinem jetzigen Zustand wirkt das Wrack
eine Fundgrube an Artefakten, die uns Geschichten von längst vergangenen Zeiten erzählen, von denen jedes einzelne eine greifbare Verbindung zu einer vergangenen Epoche darstellt. Diese Relikte sind Fenster in die Vergangenheit. Diese Objekte bieten wertvolle Einblicke in das Leben der Passagiere und der Besatzung, die auf dieser schicksalhaften Reise segelten. Jedes Fundstück erzählt eine eigene Geschichte. Die Titanic bleibt ein Symbol für menschliche Ambitionen und Tragödien, und ihre Überreste sind ein ewiges Denkmal für die Menschen, die an Bord waren. Das Wrack der Titanic ist mehr als nur ein Friedhof der Träume. Es ist ein einzigartiges Ökosystem und ein lebendiges Labor für Wissenschaftler. Meeresbiologen untersuchen die Organismen, die das Wrack ihr Zuhause nennen, und beobachten, wie sich das Leben an solch extreme Umgebungen anpasst. Diese Studien können wertvolle Erkenntnisse über die Artenvielfalt der Tiefsee liefern. Das Wrack dient auch als Testgelände für neue Technologien der Unterwassererkundung. Die Roboter und Kameras, mit denen die Titanic dokumentiert wird, werden ständig weiterentwickelt und ebnen den Weg für zukünftige Entdeckungen in den tiefsten Teilen unserer Ozeane. Geschichte bewahren, Stück für Stück. Die Titanic, ein Symbol für menschlichen Ehrgeiz und Tragödie, liegt seit über einem Jahrhundert auf dem Meeresgrund. Der fortschreitende Verfall der Titanic wirft wichtige Fragen zum Erhalt unseres maritimen Erbes auf. Die Korrosion und der biologische Abbau setzen dem Wrack stark zu. Sollten wir eingreifen und versuchen, die Reste des Schiffes zu bergen, oder sollten wir der Natur ihren Lauf lassen? Diese Frage spaltet Experten und Laien gleichermaßen. Einige argumentieren, dass die Bergung von Artefakten für die Erhaltung der Geschichte von entscheidender Bedeutung ist, da sie es zukünftigen Generationen ermöglichen, eine Verbindung zur Vergangenheit herzustellen. Diese Artefakte erzählen Geschichten von Mut, Hoffnung und Verlust. Museen auf der ganzen Welt zeigen diese geretteten Schätze, und sie bieten eine greifbare Verbindung zu einem der bekanntesten Schiffsunglücke der Geschichte. Andere sind der Meinung, dass das Wrack unberührt bleiben sollte, als ergreifende Erinnerung an die Tragödie und als Denkmal für die Verstorbenen. Sie sehen das Wrack als ein heiliges Grab. Diese Perspektive betont den Respekt vor den Opfern und die Bedeutung des Gedenkens. Das Wrack als Mahnmal zu belassen, könnte zukünftige Generationen daran erinnern, welche Risiken und Opfer mit der Seefahrt verbunden sind. Die Debatte verdeutlicht die Komplexität der Balance zwischen wissenschaftlicher Erkundung und ethischen Erwägungen. Es ist ein ständiger Dialog zwischen dem Wunsch, Wissen zu bewahren, und dem Respekt vor der Geschichte und den Menschen, die sie geprägt haben. Die ungebrochene Faszination der Titanic. Warum fasziniert uns die Titanic nach all den Jahren immer noch? Vielleicht liegt es am Ausmaß der Tragödie, am Verlust so vieler Menschenleben in einer einzigen Nacht. Oder vielleicht sind es die Geschichten von Heldentum und Aufopferung, die aus der Katastrophe hervorgingen. Was auch immer der Grund sein mag, die Geschichte der Titanic bewegt die Menschen auf der ganzen Welt noch immer. Es ist eine Geschichte über menschlichen Ehrgeiz, technologische Selbstüberschätzung und die unberechenbare Kraft der Natur. Lektionen aus dem Abgrund. Die Titanic lehrt uns wertvolle Lektionen über unser Verhältnis zur Natur. Sie erinnert uns daran, dass selbst unsere beeindruckendsten Schöpfungen der Kraft der Natur nicht gewachsen sind. Wenn wir die Ozeane weiter erforschen und nutzen, müssen wir dies mit Respekt und Vorsicht tun und aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Das Vermächtnis der Titanic ist eine Mahnung, dass Fortschritt seinen Preis hat und dass der menschliche Geist selbst angesichts von Tragödien ungebrochen bleibt. Was bringt die Zukunft für die Titanic? Die Zukunft der Titanic ist ungewiss.
Im Laufe der Jahre wird sich das Schiff weiter zersetzen und schließlich zu einem Trümmerhaufen auf dem Meeresgrund zusammenfallen. Aber selbst dann wird seine Geschichte weiterleben und über Generationen hinweg weitererzählt werden. Die jüngste Expedition hat wertvolle Daten geliefert, die Wissenschaftlern helfen werden, den Verfall des Wracks besser zu verstehen und möglicherweise Strategien zu entwickeln, um die Überreste zu erhalten. Doch letztendlich liegt das Schicksal der Titanic in den Händen der Zeit und der unerbittlichen Kraft des Meeres.